schon morgen. Der erste Akt heute Müll wegbringen. Hat 8 zur Schule fahren. Heute haben wir es jetzt halb 7. Versand. Tschüss. Wir sehen uns gleich. Ja. Ah, ich hab mich geschlagen. Ja, im Ansatz. Auf alle Fälle schön ausgeholt. Schön gekillt. Hat mich aber nicht richtig getroffen. Sie hatte keinen. Nein, die hat nicht durchgezogen. Keine Pushback. Terrorzwerg. Na, das findest du jetzt lustig, dass wenn du so eine Kacke kehlst, dann macht sie erst recht lange. Komm her, du. Komm her. Recker. Ja, das ist I, das wird man nicht. Nein. Runde ab, deswegen hast du kleinere Zahlen. Und für was? Jetzt hast du immer größere Zahlen. Das wäre eigentlich also 5000 irgendwas. Und tschüss. So. Und wenn jetzt, das ist die Überschlagsrechnung, ja. Und wenn du jetzt die Kontrolle machen sollst. So ist es am Morgen. Essen. Ja. Los, viel Zeit ist nicht mehr. Ich finde das so schade mit dem Corona, ey. Dieses Jahr, das ist so weg. Ja. Weil auch dieses gemeinsame Essen gehen, das fehlt mir total. Ja, Skadi macht heute auch Laternenfest ohne Eltern, ne? So eine Sache irgendwie, ist es so, ich meine, ich reiß mich jetzt nicht drum, aber für die Kinder ist es schade, ne? Verrückte Corona-Zeit. Verrückte Corona-Zeit auf alle Fälle, ja. Aber allein sowas wie dieses, was bei uns da damals schon fast alltäglich war, so, war nicht teilweise täglich essen. Aber das fehlt einem denn doch. Ja. Einfach mal. Einfach diese Möglichkeit. Oder eben morgens, wenn man dann alle Kinder weggebracht hat, einfach, dass wir beim Brezelbäcker gesessen haben. Ist noch einmal auch. Uns einfach hingesetzt. Ein kleines Frühstück genommen, völlig entspannt in den Tag. Heute musst du dich schon verstecken, wenn du einen Husten hast. Heute musst du dich verstecken, wenn du einen Husten hast. Oder Allergie. Und niest. Ja, eben. Ey, letztens hat eine Frau geniest auf dem Bürgersteig. Und dann da liefen auch noch zwei andere Frauen. Ey, was haben die einen Bogen auf einmal gemacht? Die sind fast über auf die andere Straßenseite gegangen. Das ist ein Ding, ey. Es ist verrückt. Es ist absolut verrückt. Und wie oft niese ich am Tag? Bestimmt 3-4 Mal. Oder unsere Kinder machen viele auch einen Bogen. Finde ich unmöglich. Als wenn die septisch wären. Hast du gerade Kinder, ne? Ratten. Wie so räudige Ratten. Baby Diego. Baby Diego. Ja. Oh Mann, Baby. Das war nicht irgendwie so doof. Baby Diego als 18-Jähriger. Zählt das wieder los. Deine Kinder verschwinden. Kinder sind da. Bumm.
Wenn ihr Probleme habt, fragt Müllers. Wir retten die Welt. We will save the world. Wir können das. Ja, das können wir. Den Bitten kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Ja, also zumindest. Nachladen und raus. Zumindest ist das immer alles komplikationslos. Denn da rein? Wenn man eine Klappe einbaut, wie bei Barbie, so ein Drehmechanismus. Ah, danke. Dann nehmen Sie danach die Kokon. Ist total schön, wenn man sie ein Kind im Arm hat. Ja, das ist der schönste Moment. Aber das davor. Die Mutti erzählte Qualen. Wer hat sich das ausgedacht? Der Herrgott. Unter Schmerzen. Ja. Ne, so steht's in der Bibel. Ja, bloß nur weil vom Apfelbaum gegessen haben. Weil die Apfel essen musste. Der Jude Apfel. Good old Apple. Was das du machst heute wieder an Apfelschorle, da. Müssen wir noch tausende Jahre später büßen. Du bist die Schlange. Immer gemein. Naja, wann war das Paradies? Adam, Eva, 5000 Jahre. Oder was? Ich weiß nicht, wann das war. Was sagt denn die Kirche? Wie alt ist die Welt? Da ist der Chinese schon länger da. War der im Paralleluniversum oder was? Verstehe ich gerade gar nicht, wenn die Welt schon Millionen von Jahre alt sein soll. Funktioniert das ja gar nicht, wenn der Gott schon am dritten Tag den Menschen geschaffen hat. Kannst du mal sehen. Da geht irgendwas nicht auf. Deswegen ist das ja alles Gotteslästerung. Auch mit der Wissenschaft, das geht nicht. Und die Schlange im Apfelbaum, das kann ja auch nicht sein. Weil? Ja, war das nicht die Strafe für die Schlange gewesen, dass sie keine Beine hat? Also muss sie ja vorher ein Tausendfüßler gewesen sein. Ja, vorher Beine, ja. Ja. Also kann ja nicht schon vorab eine Schlange da gewesen sein im Apfelbaum. Eine Schlange ohne Beine und eine Schlange mit Beine. Ach so. Wer war zuerst? Schlange ohne oder Schlange mit Beinen? Ist ein Ding, wa? Also irgendwie. Dann ist sie falsch dargestellt. Dann ist sie falsch dargestellt. Das ist ein Fehler im System. Fanny? Alter, ich hab ihn. Wir haben die Bibel entschlüsselt. Ich hab den Bibelcode entschlüsselt, ja. Ich hab die voll den Glauben ausgehebelt gerade. Mit einem Gedanken. Pitch. Das ist was, ey. Stellt die Welt auf den Kopf. Die Erde dreht sich in Zukunft andersrum. Hast du sehen? Wasser dreht sich auch andersrum. Ja, strudelt, genau. Strudelt anders. In Australien wissen sie nicht mehr. Was, wie? Linksdrehende, rechtsdrehende Kulturen? Warum? Ja. Genau, um diese Kopfstand machen. Was für ein Scheiß. Das war der Punkt Null gerade. Jetzt weiß ich. Ich bin, was ich bin. Auch ich bin der Sohn Gottes. Ach so, ich wollte ja mal. Wollte mal was gucken. Und zwar auf PayPal. Auf PayPal haben wir ja eine Spende bekommen. Ja, für die Taube und dafür danke ich recht herzlich. Auf alle Fälle. Meinst du, das ändert irgendwas, wenn alle geimpft sind? Dann mutiert er. Ja, klar. Und jetzt sowieso ständig. Eben. Abgelesen. Also wir hoffen, dass das jetzt nicht bis Ende nächsten Jahres dauert, dass das bis alle durchgeimpft sind. Wahrscheinlich werden alle anstürmen.
auf diese Impfung. Wir gehen dann Ende nächsten Jahres. Wahrscheinlich werden sie es organisieren. Ich gehe davon aus, dass sie wird. Dass du angeschrieben wirst, richtig. Das wäre besser. Mhm. Nationalimpftermin. Und das ist dann diese Impfpflicht, die ja, wo die Leute ja gegen vorgehen. Was die nicht gut finden. Ja, aber sie denken, dass sie dir gleichzeitig irgendwelche Mikrochips und Teilsender irgendwelche Roboter unter der Haut schicken. Und ich ausspionieren. Ja, weil sie ja so wichtig sind. Naja, also das Ding ist, dass sie einfach die Möglichkeit gar nicht haben, diese Infos alle auszuwerten. Von so vielen Menschen. Und vielleicht hat Facebook schon seine Hand mit Griff. Oder so, oder das wäre ein Ding, Alter. Stell mal vor, du hast echt so einen Vertrag mit dieser Impfbude. Die sagen, ja, mach mal so ein paar. Ja, weiß ich nicht, was soll denn das sein? Das ist ja keine Langzeitbatterie. Gibt's ja gar nicht, das ist ja Schwachsinn. Die Mann, was die Tierschützer da den Tieren umpacken für einen Riesenapparat. So ein Peilsender, genau. Komm, hier ist deine Info. Und dann haben wir noch was für dich hier. Das musst du jetzt nebenan tragen. So eine Antenne dran. Und dann müssen die das tatsächlich wieder einfangen. Und irgendwann kippst du auf die Straße um, genau, weil sie sich wieder mit der Betäubungspistole seine Batterie ist alle. Bumm. Du musst das wieder. Dann bist du vermessen und alles so. Gewogen. Scheiße, ey. Mann, ey, was für eine verrückte Welt. So ein Käse. Ist ja wie im Osten. Wieso? Ja, aber auch bald warum denn, sagen die denn alle wieder? Ach, wegen der Stasi. Stasi! Wie hießen denn die? Spitze, Spione etc., die gab es schon immer. Überall Informationsbeschaffer. Nur Späher. Die, Späher. Ja, nicht Späher. Nein, Späher, habe ich gesagt. Oh, ein Späher. Nein. Da kommt ein Späher. Späher. Oh, ein scheiß Wort. Pitch, wechselst du. Schick mir den Speer her. Boom. Nicht den. Wir sind so blöd. Wer uns zuhört, der ist auch bekloppt. Wir sind alle bekloppt. Wenn uns zuhört, seid ihr auch bekloppt. Jetzt anstecken, müsst aufpassen. Das ist Corona am Anfangsstadium oder Endstadium. Überlegt euch. Denkt euch was aus. Sau egal. Sau scheiße egal, was das ist. Das ist Schwachsinn. Jetzt hat es zu tun hier. Ja, das ist cool, Hammer. Darf ich Sie willkommen heißen an Ihrem Zweitwohnsitz? So ist das Ganze. Auf dem Land? Ich habe ihn da nicht.
Ja. Die sagen mich von den Anrufbeantwortern auch an, bei akuten Sachen soll man einfach in der Sprechzeit vorbeikommen. Wenn ich die nicht erreiche, gehe ich einfach hin. Man wartet halt den ganzen Tag da. Man steht eh drin, dass man auch mit Termin 5 bis 6 Stunden warten muss. Ist alle Untersuchungen abgeschlossen, was sind dann Ärzte, dann auf Station, dann sind sie nicht da. Und okay. Was meinst du? Was machen, wenn der Kinder reicht? Ja, und mir tun die Augen ja halt auch weh, das irritiert mich. Weil überall, wo ich lese, im Internet über das, was ich habe, das macht keine Schmerzen. Geh da hin. Mir tun die weh. Ja. Nicht doll, aber... Das sind halt komisch. Ja, ist ja auch alles gemütlich hier, wa? Mit dem Kamin ist das echt gut. Ona hat hier noch nie zu Weihnachten gegessen. Ja, machen wir dieses Weihnachten wieder. Deswegen werde ich den Tag jetzt hier sein. Arbeiten, einstellen. Guck mal, hat funktioniert auf freies Internet. Da ist jetzt die Fritzbox drin. Hatten wir die vorher zu Hause? Das ist die, die du zurückgeschickt hast, freiwillig, du Depp. Was jetzt Hans gekauft hat. Ja. So ein Ding. Funktioniert einmal frei, guck, volle Pulle im Internet. Oh, manchmal zu Hause. Nicht mal neben denen, ne? Neben der Box. Nun gut, ich werde mal die kleinste holen, dann nach Hause kommen und dann nochmal die große holen und dann wieder nach Hause kommen. Oder du gehst die große zwischendurch holen. Nee, ich lass mich bitte arbeiten. Aber dann kannst du kurz auf Ona aufpassen, wenn ich Skadi später abhole. Ja, ne? Dann kann ich gar nicht arbeiten. Ja, die Kinder werden noch nicht da sein, wenn ich loslaufe. Gucken wir mal. Ja. Du solltest öfter essen. Das ist ein Programm hier. Hallo? Recker, Recker, Doppeldecker. Recker, Recker, immer lecker. Recker, Recker, wa? Oh. Oh. Kann man den anmachen? Der ist Akku leer jetzt. Na, Akku leer. Akkumulator. Nee. Da muss man lange drücken, ne? Ja, kannst du jetzt. Da. Yay! So, Wallefälle, der Tag ist schon wieder um. Ist das nervig, ey. Und nichts Interessantes passiert heute. Nichts, was man zeigen könnte. Dieser Moment der Ruhe am Morgen, wenn alle Kinder weg sind. Alle elektronischen Spielzeuge aus sind. Und ich einen warmen Tee trinke. Ach, ich beginne schon mit den Weihnachtsvorbereitungen. Die kleine Pyramide steht schon. Jetzt pulle ich noch den alten Wachs hier raus. Ich glaube ja, die haben diese Traditionsschmückung, dass diese drei Teile, diese Rahmen, die stellen sie hin. Ich glaube auch, weil das schon immer so war. Weil es einfach immer so war.
Okay. Also es kann auch nicht runterrutschen hier. Wisst ihr? Sehr gut. Das passt. Einfach perfekt. Ja. Ja, dann können wir die Tuch drauf. Die Schenke drauf. Weihnachtsbaumständer. Ja, ich würde auch sagen, wieder einen kleinen. Das reicht auch. Wieder einen kleinen. Naja, so ein mittleren. Kann schon, guck doch. Kann schon so groß sein. Aber man hat unten Platz, dann ja, kommst du deine Decken auch ran. Perfekt. Aber wir wollen erst in zwei Wochen. Ja. Guten Tag, herzlich willkommen und herzlichen Dank an Patrick für deine Spende für die Taube. Die 5 Euro sind definitiv gut angelegt. Wir werden sie verdoppeln, machen 10 Euro draus. Und schicken das dann als Spende an die gute Frau mit dem Vermerk Konono oder so. Ne? Also auf alle Fälle ist ja egal, wofür sie es dann nimmt. Wir schicken die Spende weiter, verdoppeln die und schicken die weiter. Und Patrick, du bist übrigens der Einzige, der gespendet hat. Das ist sehr gut, sehr glücklich von dir. Und ohnehin ein dickes, fettes Danke an dich, weil für deine ganze Treue sozusagen und die permanenten Kommentare, die ja einigen Leuten anscheinend auch ein bisschen auf den Sack gehen manchmal, aber das ist egal, mach einfach weiter so. Wir finden toll, dass jemand so lange durchhält und sich den Quark anguckt, den wir hier verzapfen, und an alle anderen natürlich auch ein dicke Danke und für Durchhalten. Und wir freuen uns, dass ihr immer noch mit dabei seid, obwohl es jetzt im Moment total langweilig wird. Ja, wir hatten jetzt ein paar Tage Pause, weil uns ging es gerade nicht so gut und hatten eine Erkältung und im Hals so ein bisschen geschwollen und so. Aber das ist alles wieder in Ordnung, alles wieder am Abklingen, alles super, alles schick. Dann haben wir jetzt ein paar Tage lang erstmal nichts gemacht. So oder so ist es gerade im Moment nicht so aufregend. Ich sortiere halt viel, wie ich so mache. Also das ist ja im Moment, das ist ein ganz normales Familienleben. Da ist jetzt nichts, was ich irgendwie... Die Kamera läuft zwar ab und zu nebenbei, aber ich weiß gar nicht, was ich euch davon zeigen soll. Und wollte euch damit auch nicht langweilen. Deswegen lade ich lieber im Moment jetzt sehr wenig hoch, als nur irgendeinen Quark reinzuballern. Also das find ich auch nicht richtig. Wenn wieder was Interessantes dabei ist, seid da auch wieder mit dabei. Keine Angst, da seid ihr mit dabei. Jetzt auf alle Fälle sei mal so gesagt. Was ist noch? War noch was? Achso, heute Morgen beim Trödel da hier bei Claudia habe ich noch was gekauft. Fällt mir gerade ein. Habe ich was gekauft? Willst du es sehen oder langweilst du dich jetzt schon zu Tode? Wenn und her. Weiß nicht. Löschen. Was ist es? Weiß nicht, ob du es sehen willst? Na, ist es jetzt hier? Nee, ich muss es holen, kurz aber eh. Oh, dann kurz. Was fällt dir auf, Marlies? Weißt du, wohin? Auf den Kopf haben sie mir geschissen. Jetzt gerade? Auf den Kopf, gerade eben, voll auf den Kopf geschissen. Die Eltern von Konolo. Ey, 5 Euro haben sie gesagt. Pff, nur 5 Euro pff, für unsere Tochter, Sohn. Wissen wir selber nicht, was das ist. Pff, pff. Auf den Kopf haben sie mir geschissen. Das ist abgefallen. Voll hier, Splatsch, Splatsch. Ey, geh kaputt. Fass es nicht. Kommst aus dem Haus, stellst dir vor, so dünn. Ah, Sonntagskleid. Voll angeschissen, ey. Mann, ey. Was haben die denn mit mir? So, ich hab schon eine 10. Mal, dass ich angeschissen wurde hier vom Haus. Ich hab jetzt richtig Glück. Also, ich hab bei Tico. Wollte euch jetzt eigentlich zeigen. Oder meiner Frau eigentlich zeigen. Die dich ja eigentlich gar nicht interessiert. Die ist ja nur am Double. Ja, ja, dann hören wir kurz auf mit Löschen. Ah.
Türkei? Türkei? Ja. Wieso Türkei? Ich hab Türkei gesagt. Türkei. Das hört sich an wie ein Indianergebiet oder so, dachte ich. Okay. Das ist Türkei. Meinst du, die haben mit Hunden zu tun? Muss ich kaufen. Fand ich witzig. Du nicht? Das ist total doof. Total doof? Ja, das ist eine Menage. Ich stehe auf so kleine Menagen. Scheiße. Und man hat Salz. Man hat Salz, Pfeffer und Senf in der Mitte. Und so, keine Beschädigung, bis so viel der Rand. Da ist so ein bisschen was ab, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist verdeckt. Also unbeschädigt eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo ist Türkei? A present from Türkei. Ich glaube, die Türken und Türkei und Türken und Hunde, das ist, glaube ich, nicht, dass die das so als Menage. Nee, ist schon ungewöhnlich, das stimmt. Okay, mein Computer ist hin, das hat sich erledigt mit meinem Computer. Welcher ist denn das? Stadt in England, Türkei. Hört sich für mich gar nicht so an. So Südküste von England, Grafschaft Devon. Ja, an der englischen Riviera. Wie sieht denn. Ach Mensch, ist ja wirklich. Das sieht aus wie Nizza. Das sieht nicht aus wie England. Ja. Nö. Das sieht aus wie ein Urlaubsgebiet. Ja. Was war's? Ja. In der englischen Riviera. Schreiben sie auch. Na Wahnsinn. Okay, das wollte ich eigentlich nur mal kurz zeigen, dass so ein Nippes, auf so ein Nippes steht halt total, über Pfeffer, Salz und Dingsbums. Das habe ich ja schon als Schiff, habe ich das schon, ne? Sogar zweimal, glaube ich, zweimal als Schiff. Und wir haben auch noch so eine kleine Ananas, da ist sowas drin. Und naja, es sind so kleine, ja, ich finde es schön, sowas ist toll. Sowas mag ich sehr. Und ich habe 5 Euro bezahlt und das kann man mal machen. Ja? Das ist nicht zu viel. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig, weil Hunde die Baba jetzt überall. Das kann man, selbst wenn man es dann irgendwann übersehen hat, wieder mal, was ja bei uns auch ab und zu mal vorkommt, dann kann man das immer noch wieder gut veräußern. Also die 5 Euro sind nicht viel investiert. Hey, moin. Und, alles gut? Ja, ich habe gerade gesagt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das war. Ja. Hallo, liebe Leute. Also, ich bin seit langem mal wieder unten im Keller. Ich mache zurzeit keine Aufnahmen hier im Keller, weil erstens ist ja Achim alleine hier, der macht das schon. Und zweitens läuft bei ihm die ganze Zeit auch Musik und dann die darf ich dann nicht verwenden und dann gibt es immer nur Ärger mit GEMA vielleicht oder so und das will ich einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt hier auch keine Aufnahme gemacht. Und es ist zurzeit auch einfach schlicht und ergreifend gar nichts los. Achim ist eigentlich nur hier, um Präsenz zu zeigen und er ist auch mehr oder weniger ist alleine hier und ja. Das ist es halt. Also im November jetzt ist quasi noch offen. Der November ist jetzt bald um. Und dann ist auch hier wieder zu. Also, wie gesagt, habt ihr gehört, gerade ist nicht so viel. Immer wenn was Interessantes ist oder auch das kleine Video, was ich jetzt so nebenbei hochgeladen habe oder so, das ist ja nur, wenn sich denn so kleine Videos zwischendurch gewünscht werden. Das kann ich gerne versuchen, zwischendurch mal zu machen. So kleinere Videos zu bestimmten Dingen. Also so ganz einfache Sachen auch meist, also für die Leute. Ich muss auch richtig drüber nachdenken, weil jetzt sind ja so kleine Videos, die sind gar nicht so,
dumm, weil es geht nicht immer. Meistens geht es den meisten Leuten geht es nicht um diese komplizierten Reparaturen wie Tretlagerwechsel und so. Da braucht man eh Spezialwerkzeug. Da braucht man schon ein bisschen Erfahrung, man braucht einen vernünftigen Stand, den man hat, also einen Ständer oder irgendwas. Und das haben wir ja meistens nicht. Die meisten Leute jetzt sagen, ey Mann, mein Sattel wackelt von vorne nach hinten, mein Reifen ist platt, also und sowas. Das sind, glaube ich, die meistgesuchten Sachen. Oder mein Licht funktioniert im Winter nicht. Und das sind, glaube ich, die meistgesuchten Sachen gerade im Moment. Und sowas muss man machen. Sowas wird auch selbst repariert. Wegen Tretlagerwechsel oder wegen einem Komplettumbau, da geht halt jeder in eine Werkstatt. Die wenigsten gucken sich da YouTube-Video an und sagen, das mache ich jetzt selbst. Also es sind ja immer so diese Kleinigkeiten, die man eigentlich so als Profi, sagen wir mal, so wie wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann messe ich dem ja keine Bedeutung mehr bei. Aber eigentlich für euch oder für eben andere Zuschauer ist es eben wichtig, die wollen sowas sehen, die wollen genau sehen, oh scheiße, jetzt ist mein Sattel hier, warum ist denn das so überhaupt? Und da muss man das mal zeigen und erklären und so ein kleines Video davon machen. Warum nicht? Ja? Sowas ist Aufklärung. Also wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich sowas mache oder wie auch immer. Werdet ihr sehen. Wenn es kommt, kommt es. Wenn nicht, dann mache ich es nicht. Ne? Pech gehabt. Dann macht es wer anders oder so. Oder es ist sowieso alles auch schon 1000 Mal vorhanden bei YouTube. Darf man auch nicht vergessen. Ich versuche immer noch zwischendurch ein bisschen paar Videos so zu machen. Aber wie gesagt, im Moment, wenn nichts ist, ist halt nichts. Dann möchte ich mir auch nicht irgendwas aus den Fingern saugen. Das möchte ich auch nicht. Insofern würde ich mal sagen, verbleibe ich. Das ist jetzt mehr oder weniger nur ein Quatschblock gewesen, so in dem ich mich wieder mal erkläre, warum und wieso und weshalb. Wie gesagt, gesundheitlich geht's so lala. Der Marlies geht's gar nicht so gut. Die hat jetzt mit den Augen auch noch Probleme und deswegen, da sind wir alle, wir hängen auch ein bisschen in der Luft jetzt gerade. Also wir wissen ja nicht, wie es so weitergeht. Sieht halt alle gerade nicht so rosig aus bei uns. Aber das will ich auch nicht unbedingt so doll zu eurem Problem machen. Ne, sagen wir halt mal so. Das ist unser Problem, da müssen wir durch. Und ich habe viel zu tun, ich bin viel am Fahren wieder. Ich habe sie heute zum Krankenhaus gefahren und werde sie auch die nächsten Tage immer wieder mal fahren, hierhin, dahin. Und da nehme ich die Kamera natürlich auch nicht mit. Und so eine Sache jetzt, das ist jetzt ja auch nicht schön. Wir wollen ja keinen Depressionsvlog und das auch nicht zu Weihnachten, wo sowieso die meisten Leute schon depressiv sind. Oder das wollen wir ja nur nicht. Genießt das Leben so wie das. Sei froh, wenn ihr gesund seid. Bleibt dazu mal zu sagen. Und freut euch auch über die kleinen Dinge im Leben. Ne? Aber kriegen wir alle den Griff, das ist alles schön, alles toll, alles super. Ich freue mich auf alle Fälle auch wieder auf die nächsten Videos mit euch. Haltet durch. Daumen hoch. Bleibt gesund. Und wir sehen uns. Euer Tommy.